Hallo und Ciao. willkommen zurück zu Terraria. Wir haben hier da neuen NPC. Ja, schau in den Chat. Weißt du, wer heißt? Achso, schon Gerade im frisch Chat. gekommen. Nein, steht nicht. Ja. Du, ich war noch nicht auf dem Server, als du das gesehen hast. Okay, Moment. Trieg, the Forge Master has arrived. Und er gibt dir das da. Brauchst du es nicht Der kaufen. verkauft ja Waren, das ist ja witzig. Ja. So. Ich habe jetzt auch noch was vor. Shadow Scales, okay, dann benutzen wir die Shadow Scales Wie dafür. groß ist das Scheißdrecksding? Wo crafte ich denn das? Wenn ich was umbaue, könnte ich den da hinstellen. Aber das bringt nichts, weil man da nicht rankäme mit seinem Kopf. Silk habe ich nicht, okay. Wo ist mein Silk? Hier ist mein Silk, gut. Hast du jetzt übrigens getestet, ob der auch funktioniert? Oh, nee, habe ich noch nicht. Ah, dann mach's jetzt, wenn du Silk dabei hast. Silk, Dennis. Ja! Warum ist da oben ein Ganz. Dirtblock? Wo genau? Ja, In der hier! Wand, WTF? Keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Hier, ich glaube, es geht nicht. Linksklick macht man doch normalerweise. Okay, da kann Also, das nicht. wir haben zwei neue Mysterious Drum. Und jetzt wollte ich eigentlich noch eine Desert Crown machen. Ich hoffe, wir haben. Oder. Zwei am besten. Okay, belassen wir es wohl bei einer. Wir haben nicht genug. Nee, doch. Also es reicht für zwei. Wir brauchen die Shells ja hoffentlich für nichts. Ich schaue erstmal, wofür man die Oh, Shells noch braucht. Tiles. Was kann man alles in einem Great Anvil bauen? Okay, egal, lassen wir es bei einer. Ach ja, genau, was ich jetzt sagen wollte in der Aufnahme. Ich habe den Rook in meiner Welt mehrfach getötet. Und es kommt tatsächlich vor, dass er gar nichts droppt. Ist total bescheuert. Aus der Treasure Bag. Nee, ich habe keine Expert-Welt. Es kommt tatsächlich vor, dass da nur Herzen rauskommen und ein Trank oder so. Okay, Aber es ja kam, gut, bei also der ich habe Treasure Bag wird wahrscheinlich mehrmals keine 100% sein Blutbahn auf bekommen. Expert. Was mehrfach. Blutbahnen sind angeblich laut Wiki aber immer 100%, weißt? Okay, weißt du was? Funktioniert halt nicht. Live in der Aufnahme. Tremor Git Git Hub. Sieht zwar kein Mensch, aber ich gehe da trotzdem hin. Der Boss Ich heißt glaube, Rook, oder? dass es halt verbuggt ist, Der weil Boss auf der heißt Rook, Drehmor-Seite oder? steht. Ja, weil auf der Drehmor-Seite steht, dass immer noch einige Bugs bestehen, auch mit Gegnern. Wie genau schreibt man den? Ruk? Ja, und dann noch ein H am Schluss. Aha. Also ich finde ja immer nur Brook gut. Hä? Ruk? Kommt danach noch was? Nein. Der Trophy, der. Hä? Wie heißt der Scheißdrecksviech im Code? Ah, keine Ahnung. Habt ihr hier eine Sortierung für Bosse oder so? Also im NPC-Spotten. Bosses. Hier sind nur drei drinne. Also das ist nicht so gut sortiert, wenn da nur drei Bosse drin sind oder beziehungsweise vier. Obwohl, das sind auch Ordner. Hä? Warum sind das denn auch Ordner? Enders Boss. Ah ja, genau. Shiny Red Balloon. Ich brauche noch eine Cloud. Das wollte ich machen. Okay, das ist was anderes. Cloud. Cocklord, Motherboard, Nova Pillar. Ja, das ist ein bisschen doof, wenn der Boss nicht so heißt im Code wie er. Haben Sie vielleicht irgendwas mit Dune genannt? Nein, anscheinend nicht. Das war, finde ich, aber auch doof. Dieser Code ist so übersichtlich, so unübersichtlich und gar nicht richtig sortiert. Da denkst du dir auch so, ja, Ja, geil. egal. So, das heißt, wir können den Rook einmal noch machen und das Tiki-Totem Vor zweimal allem mich noch. wundert, dass der Typ, der das übernommen hat, das hier zu coden, das gar nicht unsortiert hat. Das geht doch mit Visual Studio sogar sehr leicht. Man Dennis, kann die er einfach hat es umverschieben. übernommen, aber das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass er das Ganze frühestens Anfang 2019 mal gescheit updaten wird. Er ist also dabei und dann wird es hoffentlich wieder richtig gut.
Oder Hä? was ich Ich war. dachte, der hat schon längst angefangen, Sachen zu machen. Keine Ahnung, hat. Wann war dann der letzte? Vor allem ist Umsortieren ganz einfach mit Visual Studio. Du musst sie nur moven. Eine Code-Umschreibung macht er dann selber. Wieso genau läuft da Unconscious Man, da Dennis? Da ist ein Unconscious Man. Willst du den mal ansprechen? Was macht denn der da? Warum genau Naja. hat er Leben verloren? Der ist halt absichtlich verletzt, der redet Servus, mit wie geht das nichts. denn, Tavernenkiefer? Der hat da gleich einen Hut auf. Auf zur Party. Da, Ethereal Crystal, die magst du ja so gerne. Ja. Keine Ahnung. Ich klicke ihn jetzt nicht an. Ich wüsste nicht, wohin damit. So. Ah ja, genau. Und ich habe dir ja gepostet, wie wird die nächsten Bosse, also welche drankommen. Und wie das funktioniert. Also, nachdem wir das Tiki-Totem gekillt haben, können jetzt Ruinengeister spawnen. Hauptsächlich in Ruinen, aber ich habe auch schon welche hier oben in der Nacht gesehen, insofern. Ah, du, ich weiß nicht, wo ich den fucking Red Anvil hinstellen soll. Gute Frage. Wir tun mal die Kerze da weg. Oh, ja, dann Und kannst du das hier verschieben. glaubst du, der Platz reicht dann? Ja, das reicht dann. Geil. Ich wollte eigentlich bei Da den wäre ich Ofen in der Nacht. hinstellen, aber boah, ich hoffe, dass das Endding, was ich von dem Ofen hier upgraden kann, einfach den Ofen und den Great Anvil auch noch eingebaut hat. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Wand plötzlich wieder Erde ist. Also keine Ahnung, wann das bitte passiert ist. Sehr schräg. Oh, ist nett, dann bau Wand dahin. Ich habe keine mehr. Schnapp dir Verkeilen wir mal es einfach. Mudbricks und bau Wand dahin. Dann habe ich aber wieder drei Wände übrig. Ja, dann schmeiß die halt weg. Ach geil, schau mal, die Water Candle kann man einfach da draufstellen. Cool. Ja, es ist eine Kerze. Was erwartest du? Also, was wollte ich jetzt tun? Ich wollte in die Maskenkiste gucken. Wo sind die? Masken. Okay, warum Masken? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tatsache, dass der Mob Drop nicht falsch gecodet ist, weil du bei Mob Drop eigentlich kaum was falsch coden kannst. Ja gut, wenn du das sagst, dann muss es wohl Absicht sein, dass da ab und zu gar nichts rauskommt von dem Loot. Ich meine, das sind einfach nur Random-Funktionen und naja, ifs. Wenn, er hat er seine if falsch geschrieben. Es ist nicht Aber unmöglich. eigentlich, ich meine, es ist ja ein 100% Drop-Chance, meinst du? Also hat er eigentlich gar keine if Laut. reingeschrieben, wann das droppt. Ja, ist, Also. also mir ist egal, warum es nicht klappt. Es hat jedenfalls nicht geklappt. So, also wir töten den Tiki zweimal und den Rook einmal. Die Reihenfolge ist mir egal. Okay. Für den Rook muss man nur in der Wüste sein. Geht auch Ah, das ist ein tagsüber. Expert-Item, dann kommt das in die Expert-Kiste. Expert! Und wir sollten dann mal in eine von diesen Ruinen gehen. Weil da jetzt nämlich dieser Ruinengeist spawnt und den wollen wir töten. Okay. Toxic Abgesehen Blade, davon, Jungle genau, der Alloy. nächste Boss nach dem Tiki-Totem in der Boss-Reihenfolge ist The Evil Corn. Und dafür braucht man Cursed Popcorn, das der Koch verkauft, aber nur beim Blood Moon. Insofern hoffen wir einfach mal, dass wir einen Blood Moon kriegen. Ah, okay. Dann kostet uns das 5 Gold von Gordon. Hallo Gordon. Gordon. Soll ich dir die Boss-Spawn-Items geben? Oder soll ich sie selbst behalten? Welche Bossmann-Items? Na, ich habe doch jetzt die Boss-Spawn-Items im Inventar. Ach so. Zwei Tikis und ein Ruf. Willst du Brauche ich gleichzeitig? die etwa? Ja, nö. Soll ich den alleine machen? Glaubst du, das schaffe ich? Ja. So, ich will, dass die oben sind. Habe ich eigentlich? Achso, ich habe nur normale Musketenboss. Na gut. Dann, wohin? Töten wir einmal den Rook. Ich will auch Doomban haben. Und, also Tiki wäre mir wichtiger, aber die Nacht ist jetzt schon fast um, glaube ich. Ich habe keine Uhr, deswegen. Ich sehe den verdammten Mond nicht. Wahrscheinlich ist gleich wieder Tag. Ich meine, wir können uns natürlich auch eine Uhr bauen, wenn du willst. Brauchen wir nur Gold dafür oder Platin? Nee, scheiß drauf. Ich denke, dass jetzt Tag wird. Aber welches Team hast du gewählt? Rot. Eigentlich kann ich doch auf dem laufen, das geht ja 5000 Mal schneller. Oh, jetzt wo du sagst, voll vergessen. So, mal kurz hier einmal pennen.
Genau. Also für den ist die Uhrzeit egal, deswegen können wir den auch starten, wenn Tag wird. Oder, ach nee, es wird gerade Nacht. Ach, das ist ja perfekt. Ich sehe den Mond jetzt links. Dann können wir danach gleich den das Digi halt machen. Genau. Ember Stuff. Oh mein Gott. Ich sehe ihn kaum, egal. Hauptsache, verdammte Schneesturm. Droppen die Herzen? Ah, Mana, naja, auch gut. Er ist aber schnell tot. Brenne, brenne! Hast du einen neuen Feuerstein? Ach nee, du benutzt Feuerpfeile, cool. Was für einen Bogen Nein. hast du aktuell eigentlich? Oder was Den machst von den Goblins. Ich glaube, ich könnte den. du? Kann ich den schon weitercraften? Ich schau mal, ob ich den schon weitercraften kann eigentlich, ob wir dafür alles haben. Okay. Na lol, du hast ihn das sogar umsehen lassen. Phantom Souls braucht man nur dafür. Vielleicht haben wir sogar 5 Stück. Wir müssen unbedingt Wir brauchen. Phantoms jagen, wenn man wieder Blutmond ist. Ja, wir brauchen von denen. Ja, brauchen wir auf jeden Fall öfters noch. Ich stelle mal die Trophäe hier so auf. Da ist ja Platz. Schön. So, Treasure Bag. Willst mich nur Claymore? Ernsthaft? Claymore und 2 Gold. Ich fühle mich Also ich verarscht habe von keine diesem Barren Menschen. bekommen, aber ich habe eine Valucia Feder bekommen, einen Ah, cool. Bogen und das da. Okay, Und das das kann ich 3 Sachen Expediter. bekommen. Und ich habe nur den Mindestdrop bekommen, Increased also Movement Speed quasi. und ist ein Material, diese Feder. Ach, da kann man wirklich Wings mitbauen. Aber man kann die Feder auch ausrüsten. Also, ich weiß echt nicht. Ja, egal. Gehen wir in den Dschungel. Wir haben noch was anderes zu töten. Accessories, rein damit. Der Bogen 15 Range Damage, mein Bogen 15 Range Damage. Der Speed ist auch nicht höher. Hä? Der Bogen ist ja nicht mal besser. Pech gehabt. Wo ist meine Waffenkiste? Da. Der Ruck verarscht mich jedenfalls, aber egal. Das Zeug brauche ich eigentlich eh nicht. Vom Tiki-Totem will ich aber was, beziehungsweise nicht vom Totem selbst. Das ist auch nicht wirklich Wir besser. versuchen jetzt die Warriors so lange zu töten, bis dieser Holzschmarrn droppt. Wir lassen das Tiki also besser ein bisschen am Leben. Okay. Hast du eine ansatzweise Zeitübersicht, damit wir ihn zumindest nicht zu lange am Leben lassen? Die Eisuhr müsste noch dort stehen. Weiß nicht, ob ich die mitgenommen habe. Weiß ich jetzt natürlich so auch nicht. Wie kann der zweimal auf mir landen? Ist Wer? der einmal runtergefallen? Der ist zweimal runtergefallen, sozusagen. Frag mich nicht, wie er das Der gemacht dachte hat. sich doppelt gemobbelt, hält besser. So, also wir haben jetzt vor 11 Uhr Nacht. Wir haben letztes Mal 3 Minuten oder so gebraucht. Okay. Also selbst wenn wir um 1 Uhr starten, schaffen wir es noch. Aber je früher, desto mehr Zeit haben wir halt. Und wir können ihn auf jeden Fall irgendwann nochmal machen, weil ich das Ding jetzt eh zweimal habe. Ah ja, genau. Und die Erdlaterne baue ich mal wieder hin. Wann kommt denn hier ein Baum, WTF? Keine Ahnung, ist der da unten gewachsen? Ja, aber der lebt ja. Lebender Baum, WTF. Ne, den kenne ich nicht. Muss wohl ein neuer Gegner sein. Hier unten ist Aua, mein Erdlaterne. Gott, Mann! Immer diese Scheißrechtsgegner hier. Und die Glock steht noch da, das recht. Na egal, starten wir mal unabhängig von den Gegnern da. Oh, lol, er kommt auf einmal. Weg mit den Spirits, so schnell wie möglich. Lauf nicht weg! Oh, da ist er. Ja, der kann sich irgendwie immer wieder neues spawnen, nenne ich es mal. Oder repositten. Okay, keine Ahnung. Ein Bogen ist nicht wirklich gut dagegen. Wenn man die nicht so gut treffen kann. Irgendwie finde ich den Feuerzauber. Also Zaubern ist hier irgendwie gerade am effektivsten. Der Zauber ist auch stark in dem Spiel. Wieso wäre Magie schwach? Tut mir kaum weh. Der Gegner hat irgendwie gar keinen Damage Output. Oh, stimmt, ein Auch schon Schaden. wieder. Soll man wohl mit noch schlechterer Ja. Rüstung bekämpfen? Immer gut, wir haben also ziemlich die beste Rüstung eigentlich. Ewig viel Defense, die ich da hab.
Ach, das Mittelteil macht auch Damage, aber doch nicht wirklich viel. Also eigentlich soll sein Angriff sein, dass er auf dich drauf hüpft. Ach so, das Teleportieren da ist Hüpfen. Ich denke mal, dass das dann gemeint ist, ja. Okay, wir haben jetzt nach Mitternacht noch keinen einzigen von denen komplett gekillt. Naja, egal, sind gleich hin. Jetzt brennen sie. Da ist Mana. Das sind Jugendliche, die brennen. Okay, einer noch. Schön, da sind sie, da sind die Warriors. Los geht's, Nahkampf. Oh. Der hat nichts gedroppt. Der andere, er hat immer nur zwei. Auch nichts gedroppt. Was ist da? Jetzt kommen diese Echsen, ey. Von Lizards hat keiner was gesagt. Was, stehen die nicht dabei, dass der die auch spawnt? Keine Ahnung, irgendwo steht's bestimmt. Ich hab's noch nicht gelesen. Die sind nicht relevant, die droppen. Aber ganz schön viele Sternchen. Ach, jetzt verletzen die mich langsam sogar. Wieso kommt da schon jetzt ein Spirit? Der lebt doch noch. Er war vorhin auch schon da, als er noch gelebt hat. Am alten Zauber Kampf. Sind nicht effektiv im Wasser, habe ich den Eindruck. Ach, deiner was, geht wieso? Oh. Ja, dein Ding ist ja Feuer! Nein, der Ember-Stuff ist ja wohl kaum Feuer. Ja, aber der fliegt doch auch im Wasser, oder irre ich mich gerade? Ja, der fliegt doch auch. Das ist doch auch im Wasser. Ja, der fliegt doch da weiter. Hä? Kommen da keine neuen mehr? Doch, da unten. Versucht es. Na, ist gleich hin. Egal. Ich wollte ihn nicht zu treffen. Ich kann es probieren. Ah! Shit. Oh, die Nurse ist da. Geil, danke. Ja, die hab ich da einziehen lassen. Oh. Sehr gut. Also, ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwas, was er aktuell macht, macht Damage. Irgendwie 25 pro Treffer. Ich weiß noch nicht, was es ist. Da ist ein neuer Magier. Wo ist er hin? Ich sehe sie nur manchmal. Wir haben noch zwei AM. Oh, der ist so tot. Digitotem, Treasure Break. Nee, also für den letzten lohnt sich jetzt nicht mehr. Den anderen heben wir uns auf. Oh! Du hast die Pickaxe of Bloom bekommen. Problem ist nur, ich brauche die Dorfblam. Ich habe einen Toxic Blade bekommen, wenn ich. Na gut. Verziehen wir uns wieder. Was? Aber wir brauchen noch den Dorfblam, also wir müssen das Viech noch öfter killen. Wir brauchen beide einen. Der. Schau mal auf die Pickaxe Power, Dennis. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wir brauchen beide einen! Okay, den verkraftet man. Du hast recht. Ja. Ansonsten, wie hoch ist die eigentlich? 68. Ah, okay, das Ding ist fett. Dafür braucht man das andere. Was? Wo kriegt man denn Bottled Glue her? Warte, F3. Was für ein Glue? Ist egal, ich kann selber nachschauen, passt schon. F3? Lol, okay. Man braucht Bottled Water und Light Bulb. Danke. Ich brauche ein Bottled Water und ein Light Bulb. Und dann nehme ich. Warte mal, hey. Wir haben nur zwei davon. Dennis, wo hast du denn. Was? Hast du nicht ein Toxic Hilt irgendwo mal reingesteckt? Was für ein Toxic? Das Item heißt Toxic Hilt Material. Jungle Alloy, Toxic Blade habe ich hier. Nein. Ah, da! Hier eine Dschungelkiste. Achso, Dschungelkiste, das hat der Tiki Totem gedroppt, aber danke. Ja, das Tiki Totem ist ein Dschungelboss. Also. Ah, okay. Ja, gut. Ich tue mein Jungle Alloy auch hier rein. Jedenfalls ein Toxic Hilt und ein Toxic Blade zusammen mit dem Item, das ich jetzt mache, wenn ich herausgefunden habe, wo wir eine Wasserflasche haben. Aha. Bist du eigentlich blind? Der hast du dahingestellt. Nein, Dennis. Ich meine eine im Inventar. Ach so, Glaskiste. Also Sand. Wenn ich die jetzt auf Anhieb finde. Die ist in der Nähe der Schneekiste, wenn ich mich richtig entsinne. Okay, perfekt. Ah, da. Die Frage, wo ist der? Ja, ein Bottled Glue, ich habe es. Was ist das? Ah, oh, man craftet das, schau mal hier. Und jetzt
vereine ich Bottled Glue, Toxic Blade und Toxic Hilt zu einer Mega-Sofortfusion. Ja, was ist das? Ach, ein Schwert. Was macht ein Schwert draus? Kann das was? 29 Melee-Damage. Gar nicht mal so schlecht. Ich behalte es auf jeden Fall. Ja, okay. Kommt mein Kolossus jetzt auch mal weg. Schön. Wir können dir auch eins craften, irgendwann einmal bestimmt, Dennis. Oh, das könnte ich mir jetzt bauen, rein theoretisch. Ich verkaufe mal die doppelten Waffen. Die sind nichts wert aus dem Mod, Wahnsinn. Der scheiß Tiki ist geil, der interessiert mich nicht. So, okay. Wo sind denn die Boss-Spawner? Und wo ist die Seeds-Kiste? Hatten wir nicht irgendwo eine? Ich will einen True Creator haben. Okay. Ich dachte, wir hätten eine. Sehr merkwürdig. Dämonit. Oh, jetzt sind wir, jetzt haben wir 64 Dämonit. Hä? Wo kommt das alles her? Ist es mehr geworden? Kann eigentlich gar nicht sein. Ja, da war vorher total wenig drin. Hattest du deine Menü für dich immer behalten gehabt, oder was? Ich hatte was in der Piggy Bank, aber es waren nur 6 bis 8 oder so. Also hä? Ja, dann erklären wir wieder schon, wie wir auf so einen hohen Amount auf einmal kommen. Crimtain ist auch viel höher. Ich habe heute jedenfalls nichts dabei gehabt. Ich habe den Charakter seit gestern nicht angerührt. Und ich finde die Boss-Spawn-Kiste nicht. Ah doch, die Marvel. So. Ich tue jetzt mein Schild ablegen, auch wenn das Ding wahrscheinlich ein Halsband ist. Ich habe nur in Erinnerung, dass das... Ja, anscheinend. Schau mal auf mein Leben. Was? Wie craftet man das? Dämonit oder Crimtain? Kommt drauf an. Haben, glaube ich, keine unterschiedlichen Werte. Ich habe es für Dämonit genommen. Was zu... Was ist denn jetzt passiert? Nein, ich will nicht... Was? Ich habe gerade irgendwie die Map aktiviert. Also mit einem Linksklick. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, wenn du auf den Map-Button klickst. Also, Shadow Scale. Welches Item ist das? Du willst ja also auch aus Dämonit bauen. Dark Absorber? Nee. Ah, Demonite Protector. Willst du das auch aus Dämonit bauen? Dachte, wir machen. Nö. Ja, lass mich mal suchen. Wie heißt das andere Ding? Tissue. Ja, Tissue Sample. Das ist ja auch hier drin. Crimson Protector. Hat der gleichen Effekt, oder? 20 Tissue Sample, 20 Crimson waren. 2 ja. Defense. Und sogar mehr davon. Und 50 Leben. So. Hier. Geh zum Great Anvil. Hallo, hast du mir zugehört? Welcher ist das? Achso, der da. Es gibt nur einen Great Anvil. Crimson Protector. Ja, lass mich mal schauen. Und danach kann man den Bloodshed damit machen. Ja, du brauchst noch dieses Dschungelding da drinnen und... Ach, ein Waterstorm! Habe ich so eigentlich schon gecraftet? Schau mal in der Accessoire-Kiste nach. Wenn nicht, war das im Singleplayer. Oder es war... Es sieht jedenfalls genauso aus. Kann man den überhaupt craften? Ist egal, Bloodshed klingt cool. Der Bloodshed ist jedenfalls stark. So, egal, also ich warte mal. Night's Watcher, was hat der denn alles? Oh, der geht dann schon auf 60, okay, da will ich diese anderen Watcher-Teile. Nehmen wir mal erstmal den Jungle roten. Buff können wir Fall auch schon craften, Dennis. Fire Fragment und Hellstone Bahn 20, oh, okay, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Den Jungle? Jungle kannst du craften, du brauchst 6 Dinger, 16 Jungle Spores und ein Alloy. Okay. Oh Gott, ich schwebe zu hoch. Und was ist mit dem Water? Was steckt da drin? Ach, im Water steckt nichts drin. Der wird gedroppt von... Ah, okay, 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 okay. Warte, Water wird gedroppt, sagst du? Er wird gedroppt. Wie kann ich das... Ach so, er reagiert nicht auf Doppelklick. Und du gehst Doppelklick auf das Water und dann am rechten Rand. Da werden die Gegner angezeigt.
Na, bei mir reagiert er bei dem nicht. Mach Doppelklick auf das Wort da und an dem rechten Rand von dem Window. Ich mach genug Doppelklicks, ist egal. Ist der Teilhaken angehakt? Also wenn ich auf den Kanten... Das war eine Frage! Nein, kein Teilhaken. Okay. Jetzt habe ich einen Teilhaken. Ne, der soll aber eigentlich auch aus sein. Ja, aber du klickst Doppelklick da drauf und dann siehst du das da rechts in dieser Leiste. Also schau mal, ich habe ja diesen großen dunkelblauen Bereich. Da wird mir Bloodshed und Nightwatch angezeigt. Ja. Wenn ich jetzt auf Jungle Wrath drücke, dann sehe ich dort den Jungle Wrath. Dann kann ich draufklicken und sehe das Rezept. Wenn ja. ich Borders drauf anklicke, dann ist dann nichts im dunkelblauen Bereich. Ist der oben drin? In der grünen Feld. Ganz oben ist er drin, ja. Ja, und jetzt guck nach rechts. Nach rechts in dieser kleinen Leiste, die unter Mod steht. Siehst du da was? Nein, komplett leer. Soll ich den Foto machen? Ja, du, ich mach dir gleich ein Foto. Ja, mach. Das ist komplett leer bei mir. Egal, ich wollte schauen, was der Content... So, und jetzt machen wir noch einen roten Rahmen darum, weil du es ja anscheinend nicht sehen kannst. Okay. Da. Wo genau hast du das gepostet? Ja, genau diese blaue Leiste, die senkrechte rechts, ist bei mir komplett leer. Und der Rest sieht komplett genauso aus bei dir. 1:1 identisch. Also gleiche Haken und das Namensfeld ist leer, das Tooltip-Feld ist leer und... Komplett und gleich. Hab's gerade verglichen. Modfilter, ne, der ändert daran gar nichts. Es macht keinen Sinn. Warum solltest du das denn nicht sehen können? Oh, wir haben ein Feuerfragment zu wenig, schade. Egal, wir sammeln den Feuerfragment. Warte mal, hast du davor da unten auf die anderen beiden gedrückt? Weil dann geht's wieder weg. Wie davor? Wenn du es ausgewählt hast und dann... Wenn du es ausgewählt hast und dann auf die anderen beiden, also auf die beiden Rezepte, die du hast, draufklickst, dann verschwindet's wieder. Nein, es taucht nie auf, egal was ich versuche. Auch wenn ich es komplett neu suche, als neues Item, Mann. Also wenn du es auch in Items suchst, oder was? Dann geh mal auf Bestiari und suche einfach mal da nach dem Gegner. Ist ja auch egal jetzt. Also es ist irgendein Riesens... ist der Dark Caster, der obere, der ist glaube ich auch erst im Hard Mode. Der Skull auf jeden Fall. Was? Sag mal, bist du bescheuert? Wieso bin ich jetzt bescheuert? Du, nur weil das Bild so groß ist, heißt das nicht, dass der der große Skull ist. Und das ist der stinknormale Zauberer, der immer im Dungeon ist. Gut, dann gehen wir jetzt unbedingt mal. Der Dark Cast. Du, die Zauberer, die im Hardmod sind, ist dieser komische Feuerzauberer und der mit riesen Blitzen schießt. Ist gut. Heißt, wir können alle vier machen. Steht da, denn welche Prozentchance hatten der? Nein, das ist nicht sehbar. Du kannst da draufklicken, dann siehst du alle seine Drops. Wie kriegt man ein Broken Hero Amulett? Das Ganze glaube ich denken. Ah, okay, ich habe gedacht. Matron. Ja, was soll's. Also gut, Candent können wir craften, Waterstorm können wir, nachdem wir Skeletron besiegt haben, holen. Ja, dann schauen wir mal auf unsere Boss-Checklist. Evil Corn. Was? Ja, steht da drin, als nächster Boss. Achso, als nächster Boss meinst du. Und, ja, dann, ja, und dann kommt Storm Jellyfish, dann würde die Old Ones Army kommen, den Ancient Dragon, Queen Bee und dann Skeletron. Das ist doch noch ein bisschen. Ja, Skeletron würde ich aber vor der Queen Bee machen. Sorry. Queen Bee, finde ich, ist stärker. Okay. Na, ansonsten, ja, richtig, Reihenfolge stimmt. Ich dachte, ja. Aber wie gesagt, wir brauchen Cursed Popcorn und wir haben kein Blood Moon, also können wir nicht weitermachen. Oder wir überspringen Evil Corn fürs Erste. Na gut, dann würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Part. Wir werden nicht vergessen. Und ich muss nochmal die Inventare durchgehen. Ciao. Tschüss.